Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Medieval 2 Total War Stainless Steel. Jo, wir sind hier mit den Deutschen unterwegs und ja, ich habe mich hier ein bisschen informiert als Ding. Es war erst kürzlich der erste Kreuzzug, also ich habe es schon ein bisschen erzählt. Hier sind die Kreuzzüge starten. Antiochia und Jerusalem und so hat noch nicht existiert. Ich weiß nicht, Jerusalem wahrscheinlich schon. Ja, Jerusalem hat schon existiert, aber das Land Jerusalem hat damals wahrscheinlich noch nicht existiert. Und auch zum Beispiel die Türken waren noch nicht da. Ich glaube, die heißen Seldschuken oder so. Und hier waren zum Beispiel die Mauren. Die kamen aus von Weströmen und Weströmen hatten die von den Berber, genau. Jo, und genau. Ich habe noch ein paar andere Völker angeschaut, einfach mal kurz reingeladen. Und ja, wir müssen vielleicht uns noch ein bisschen Acht geben, manche Königreich in unserer Nähe, zum Beispiel Norweger, die haben Bregegarde und so, müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Also, ja, der Mord könnte recht schwer sein. Wir greifen jetzt einfach mal Prag an, wir wollen natürlich auch Prag haben. Und ja, es könnte vielleicht ein bisschen schwer sein. Schwäbisches Schwert. Ja. Wir werden sie probieren es einfach mal und ja, Kaiser. Wir beginnen sofort mit der Belagerung. Dann Rambuk. Ja. Belagerungstruppen mehr können sich jetzt eigentlich mehr Punkte, oder? Jetzt habe ich geschaut, ob wir noch mehr Punkte haben. Meistens ja. Dauert das zwei. Ja, Kaiser. Ziehen in die Schlacht. Ja, tut auch nur eine Runde gelten. Okay, machen wir das mal mit einem Belagerungsturm weiter, noch. So, dann haben wir hier auch noch den Spion, den wollte ich einfach mal kurz in die Nähe haben. Genau. Sind nicht so, also Zwangsbogenschützen sogar. Die waren ja wirklich eiche Bauern, slawische Kämpfer, slawische Söldner, Sägeanten. Die werden wahrscheinlich schon schwer sein. Und Armbrustschützen, Meliz, Panzerritter. Ich weiß nicht, ob ich den selber machen soll. Ich habe mir das Spiel schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Markgraf von Tirol. Markgraf. Jo, Name. Es gibt eben noch eine zweite Kampagne, die späte Mittelalter, also nur ein Jahr, 100 Jahre später. Die wird wahrscheinlich dann einfach höhere Ritter, stärkere Ritter und so beinhalten. Ja. So, wir nehmen Befehle, mal die Panzerritter mit. Kaiser. Und Befehle, Kaiser! Das reicht. Kaiser! Nehmen wir einen Befehle, Kaiser! Noch mit. Und greifen einfach mal bei dieser Schlacht mit ein. Vielleicht ein bisschen schwierig sind. Wir sind bereit zum Kampf. Das reicht doch noch, okay. Also, lass diese Armee von der KI. Lass diese Armee von der KI stellen. Dann mache ich mal nicht. Nachtangriff können wir nicht. Und dann müssen wir hier drauf drücken. Wir werden nicht stark sein. Sie werden dem Reich nicht entkommen. Gucken wir mal, ob wir. Möge jeder, der Eifer für Gott in sich trägt, mit mir kommen. Lasst uns für unsere Brüder kämpfen. Möge der Wille des Himmels geschehen. Konrad der Dritte. Der Konrad. Konrad Adenauer. Konrad der König. Ja, müsste. Ja. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Verbundenheit überhaupt existiert hat. Ich habe ja auch gesagt, dass die Schweiz da schon wäre, einfach natürlich noch ungebunden. Auch mehrere Barbarenvölker. Ja, ziemlich edel wahrscheinlich schon, also
sind ja auch Römisches Reich gewesen, ein bisschen. Genau weiß ich das nicht, wie die ja, damals so ja, so ein Reich hatten oder nicht. Also, man kennt es einfach den Rüttlischwur, das war ein Schwur zwischen drei Kantonen, also Bundesstaaten in der Schweiz. Und danach wurden die Außengebiete noch eingenommen. Aber was ich weiß, ist, dass das Bistum Basel damals existiert hat. Das war ein ja, christliches Reich, das ziemlich groß auch wurde. Die haben aber wahrscheinlich 1100 nach Christus, also 1100 nach Christus, dann schon nicht mehr so starke Armeen oder so. Ihr wisst, Krieg macht halt auch immer Armut. Ja. So. Wir haben noch andere da ganz hinten. Die werden jetzt doch von der KI. Die bin ich von der KI gestört. Okay. Werden dann mit den Pferden, den müssten hier hinten sein. Doch, das sind die. Okay, das sind die einfach. Gaven ein. Was sind das? Bauerninfanterie. Wie machen wir jetzt das am besten? Die greifen von hinten an, ne? So. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so Dann, weitermachen, ist ja, der Sieg unser. drei Zöcke sozusagen. Heugabel. Also nicht reinchargen. Und ja, nochmals mehr von hinten angreifen. Sofort die. Und ihr greift die an. Die hauen ab. So. Genau. Und den König ein bisschen in Schutz nehmen. Aber die sind sowieso langsam. Hey, hallo. So rennt ihr nicht? Wieso rennt ihr nicht? Vorwärts rennen. Also reiten, hopp, hopp, schneller galoppieren. Oh, die sind aber cool aus. Nice. Hallo. Ihr Lahm, jetzt mal an. Der Feind hat die Hälfte seiner Armee verloren. Ja. Immer mehr angreifen. Geht ihr überhaupt? Jetzt an. Ist gut. So, wir chargen jetzt. Und ihr müsst ein bisschen schneller sein. Und chargen wir wirklich mit den Dingen. Bin noch ein bisschen scheu sozusagen. Ich will jetzt nicht allzu viele Truppen verlieren. So, jetzt. Jetzt können wir reinchargen. Aber die Steuerung ist nicht gerade so toll. Ich will eigentlich automatisch rennen, aber Rennen wird immer wieder abgebrochen. So, jetzt. Jetzt verlieren sie viele. Nein, ist irgendwie die Performance nicht so gut. Es liegt einfach an den alten Wir haben Menschen. die feindliche Ja. Armee geschlagen. Okay, wir hätten schon Jetzt vorher ist es reinchargen Zeit, die können. Schweine zu Nur die Steuerung zerquetschen. ist vor allem einfach. Ja, hat mich schon in Warhammer 3 immer noch genervt. Ich weiß nicht, wieso die Steuerung immer. Also die immer so langsam reagieren drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nach hinten laufe und dann nach links, dann sollten die vor. Nach links sich drehen und dann steuern. Aber sie machen dann so mega langsam, so dieses Träge. Ist ziemlich nervig. Ja, ist klar, die müssen sich schon ein bisschen an die Keiner Regeln kann halten. bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages Aber sind. ja. Schnurrt ein bisschen lauter. Nur noch ein bisschen leiser stellen. So, 26 Mann verloren. Ja. Deswegen dem ersten Angriff. Panzerritter sind ein Level ab in dieser guten Tat. Schön.
Wir bekommen Erfahrungsstufen und werden dadurch auch noch ja, stärker und sehr. Nice. Wir haben sie zerschmettert, Kaiser. Ja. Schlage das Lager auf. Also hier sind sie gar nicht so laut, aber in der Karte. Ja, muss ich trotzdem ein bisschen leiser stellen. So, Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Niemand. Ich denke, ich lasse sie in Köln, weil Köln könnte morgen dann eventuell angegriffen werden. Ja, ich muss noch mal einen Kaufmann hier machen. Wegen dem Gold da oben. Da ist jemand gekommen und hat eine. Da unten war es irgendwo. Ja. Wo war das? Haben wir noch einen Kaufmann irgendwo? Ah, der Kaufmann ist hier Kaiser. Hochgegangen. Hier haben wir nämlich Gold. Wertvoller sein. Das ist Bienenwachs. Ah. Wisst ihr was? Wir machen das nicht hier. Wir machen das da oben und gehen hier auf eine der Inseln. Apfel oder so etwas. Weizen. Ist auch wieder Bienenwachs. Wir werden eventuell hier nach Norden expandieren. Haben hier gerade noch ein paar Pferde oder so? Nein. Doch in Hamburg. Die nehmen wir auch noch mit. Dann expandieren wir mit dem hier. Der ist ja relativ gefahren. Das ist der Kaiser. Hm, dann bleibst du in Köln. Das ist der Kaiser, der ist in Frankfurt gewesen. Nicht in Berlin. Berlin existiert gar nicht. Nürnberg. Er ist ja auch gut. Mein Kaiser? Gute können, General. Ich tue jetzt mal das riskieren. Wir werden hier ich gehe mit Ding nach Hamburg mit dem General. Ja, Kaiser? Nein, mit dem König. Nach Schlage Hamburg. Das Lager auf. So. Naja, muss man gut planen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Da oben werden wir nicht so schnell angegriffen. Und sonst verlieren wir halt unsere Könige. Königsmann. Gut. Ja. Ich wollte ja noch ausholen. Was ist Brixen? Das ist ein bisschen weit weg. Vielleicht Innsbruck? Dann habe ich uns noch nie gehört. Das heutzutage nicht mehr. Wien. Ich wollte ja unbedingt hier noch. Ja, haben wir auch noch nicht. Spion ausbilden und dann, ja, weil die Attentäter sind natürlich besser gegen die Kaufmänner, also, wir brauchen immer einen sehr guten Kaufmann, um die anderen wirklich dort abzulocken, zu aufzulösen sozusagen, und das ist relativ schwer. Hier haben wir einen Diplomat der Dänen, Magdeburg. Ja. So, dann wären wir eigentlich soweit, oder? Ja, mit Ding. Bin zu Diensten. Genau, die müssen noch gehen. Ich werde das. Habt ihr da ein Angebot für uns, so, Verbündete? Hier haben wir schon. Ich möchte gerne. Können wir einen Karteninformation? Wir müssten etwas geben. Okay. Nein, möchte ich nicht. Gut. Damit endet wohl unser Treffen. Ja, was haben wir denn hier? Venedig. Venedig haben wir auch schon genommen. Das sind Verbündete. Dann sind hier unten vielleicht Sizilien oder so. Ja, Sizilien, die brauchen wir noch. Gut. Die waren ja größer damals. Die waren nur, nicht nur die Insel. Die Franzosen, ich weiß nicht. Die werden uns wahrscheinlich ein bisschen. Ah, hier hätten wir sonst auch noch einen. Der Herold von Eichstätt. Baron Hohenstein. Herzog von Schwaben.
cool. Die müssen unbedingt in Straßburg bleiben, sonst greifen die Franzosen dann uns an. Genau, die Diplomatie wollte ich nochmal kurz schauen. Wir haben vier Verbündete, aber es gibt jetzt momentan noch keinen Krieg. Ne? Kriege werden sich jetzt dann bald kommen. So. Ja, haben wir es gemacht. Reich der Fatmiden, das waren die Ägypter. Die Fatmidenreich, das war so eine Art, so eine Unterordnung oder so. Neue Mission. Es sind Fremde nah bei unseren Toren, von denen wir wenig wissen. Der Rat schlägt vor, dass ihr diese Nation einen Abgesandten schickt, um eine diplomatische Beziehung aufzubauen. Normannisch Königreich Sizilien. Ihr bekommt zur Belohnung ein paar Militäreinheiten. Will ich eigentlich? Die kosten ja auch Unterhalt. Brauchen wir jetzt noch nicht so. Habt ihr eine Aufgabe für mich? Kann ich etwas für euch tun, edler Herr? Machen wir direkt mal ein Bündnis. Ich sehe hier kein Problem. Hat euer Anführer. Nein, wenn ihr Handelsrechte macht und dann Bündnis, dann hab ich nicht. Unter Zwang zu. Nur unter Zwang? Wieso? Lebt wohl. Ist er doch ein Handelsrecht. Bin zu Diensten. So, dann gehen wir wieder nach oben. In Ordnung. Müssen heute wir nicht hier nicht rüber. Mehr das ist, hier ist ja Ungarn. Heute geht es nicht mehr weiter. Jugoslawokei, beziehungsweise später Bosnien und so, die gab es ja noch nicht. Ja, das war noch ein Teil Venedig, das war ein bisschen mehr im Osten. Das ist jetzt gar nicht Ungarn. Und dann kommt ja rechts unten schon das Byzantische Reich dann. Was aus den Oströmern entstanden ist. So ein Login-Camp wäre gut. Ist eine Burg. Verdient ja auch relativ gut. Schauen wir mal hier. Wir haben Eigentum noch. Ketzer. Ja, das Eigentum war ja dieses germanische Mythologie. Diese Religion von den, wie sagt man denn? Einfach heidnische Götter. Odin. Und da ja, kann man das eigentlich machen? Christentum wieder wegmachen von den Deutschen? Wäre mal nice. Das ist eine alternative Ding. Also wenn wir exkommuniziert werden, dann machen wir es. Das werden wir wahrscheinlich gar noch nicht so schaffen. Ja, es gibt wenig Dinge, wir müssen unbedingt hier gar nicht, sonst habe ich keine Chance gegen Invader. Auf Invader, Invader. Dann Rodung. Genau. Das ist auch eine Burg. Wir haben recht viele Burgen im Süden, also ich weiß nicht. Hier machen wir einfach nicht so viel. Also da möchte ich eher Richtung Ding gehen. Helft ihnen nochmal. So, in Wien haben wir einen Kaufmann. Kaiser. Den müssen wir jetzt aufpassen. Das ist ein Venediger. Edler. Boah, der ist 4. Wieso haben die so Vorteile? Er ist 4. Ich gehe jetzt einfach Kaiser. Hin. Wie die, oh, und 16 hat es diesmal. Irgendwie muss der. Kaiser. Das ist jetzt auch 4. Oh, da haben wir Glück gehabt und einen guten ausgebildet. Okay. Ja, hier wollte ich ja auch noch Volkswachstum machen. Wir verdienen jetzt momentan genug, oder? Können wir nochmals einen Kaufmann? Ja, wir machen jetzt in Wien. Ja, vielleicht in einem anderen. Prag wäre nicht schlecht dann. Einfach diese. Oh, Venedig und Norwegen. Okay. Eine Stadt zu wirklich Ausbildung für Attentäter. Berittene Searchenden. Neue Hauptstadt. Was ist Hauptstadt? Frankfurt, glaube ich, oder? Ja. Da haben wir auch Agenten. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser.
Ja. Ich tue es jetzt leider ein bisschen aufteilen. Bewegung. Wir halten hier eure Befehle. Genau. Du gehst jetzt mal in die Stadt. Die muss ich in Ruhe lassen. Kaiser. Kaufmann. Wie viel gibt das? Das hat mir eigentlich angezeigt. Eventuell das da drüben. Kein Problem. 54. Ja, ich bin unterwegs. Ich muss eventuell das dort nehmen. Das sind immer diese Waben, die sieht man fast nicht. Überall hat es Waben. Das ist Gold, ne? Bernstein oder so. Gehen wir mal noch dort oben. Kaiser? Jetzt muss ich nur wissen, wo die verschiedenen Sachen sind. Die Augen des Reichs. Genau. Ich möchte jetzt mal da hin. Genau, Breslau. Deutsche Rebellen. Können wir auch noch einnehmen. Okay. Ja, jetzt müssen wir einfach suchen. Mal damit kämpfen. Jetzt habe ich gerade keine Stundenanzeige. Moment. Oh, Black Screen. Ah, das ist wegen der Auflösung. Das Fenster wird einfach kleiner, weil die Auflösung 1600 ist. Maximum. Komm, nein. Sehr schön. Also, Deutsch 4. Und jetzt. Ja, wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Also. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Mit, oh Gott. Ja. What the fuck? KI? Hallo, Fragezeichen. Männer, sammelt euch. Männer, hebt die also die automatische KI ist schrottig. Dankeschön. Die war immer bekannt für ihre sinnlosen Niederlagen. Ja, okay, sie sind schon ein bisschen über Ding. Also greifen wir die gar nicht an, oder was? Ich glaube, die haben jetzt neue Zukunft, also Speermiliz ist, glaube ich, neu, oder? Die Siedlung geht noch 5 Stunden. Eure Befehle? Ja. Steht. 5 Runden einfach, okay. Ich glaube, halb, ja, nein. 4, also eine Runde ist 4 Jahreszeiten lang. Also 4 Runden. Ja, okay. Kaiser. Also Breslau wäre eigentlich besser einzunehmen. Dann haben wir hier oben noch deutsche Rebellen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das durchhalte. Ja. Die Musik ist ziemlich gut. Ja. Marschiert! Ja, ich will die Belagerung abbrechen. Das ist ein Bildungswissen zu schwer sind. Niemand wird uns hier finden, Kaiser. Ein perfekter Hinterhalt. Salzburg. Oh, oh. Reimt sich, ne? Oh, hier haben wir noch eine Kirche, die wir noch nicht haben. Ja, fragt sich jetzt, was denn am besten. Nochmal, hier oben können wir noch angreifen. Lassen wir sonst die Rebellen mal, wir haben jetzt zu wenig Truppen. Aber es ist auch eine Holzburg, also dann nehmen wir hier mal Speermilizen. Die haben weniger Unterspalt oder so. Ich weiß jetzt nicht, wieso die grün sind im Hintergrund und die gelb. Die haben nur 60 Unterhalt. Was sind das für... Auch Speermilizen. Nein, Sergeanten. Egbert von Würzburg. Böse. Ist ein Rebell. Deserteur. Wahrscheinlich. Ja, wir sehen im Reich jetzt gerade nichts, aber. Kaiser! Nein, es war keine Mitteilung, dass einer. Grün wurde. Kaiser! Wenn man jetzt hier sieht, lasst oder? Uns zuschlagen, Kaiser!
Steht beim König natürlich nicht. Da steht es. Loyalität, genau. Wenn die Loyalität zu niedrig ist, dann werden sie abtrünen. Sind sie Deserteur? Aber jetzt momentan sind sie irgendwie nicht Deserteur. Okay. 85% katholisch. Und hier? 86. Haben wir irgendwo Probleme? 91? 84? Es wird auch besser hier. Salzburg. Mit der Kirche. 92. Eventuell können wir hier für Unruhe sorgen. Aber die sind auch alle katholisch, stimmt. Die sind gar nicht den Heiden. Also irgendwie für. Ja, hier. In hier Gottes müssen. Namen. Nach so, die sind nämlich nicht gut katholisch. Und genau. Ich wollte, habe ja gesagt, wir könnten wechseln, aber wir haben ja nur die Kirchen. Das ging ja in Barbarian Invasion damals mehr. Vom Total War. Barbarian Invasion ging das besser. Da hatten zum Beispiel die Oströmer die Auswahl, ob sie jetzt katholisch sind oder Islam. Oder heidnisch. Islam gab es ja damals gar nicht, ja. Ich weiß nicht, Islam ist, glaube ich, 6. Jahrhundert, also 600. Ja. Ungefähr so herum. Also Magdeburg. Sollen wir hier? Bion. Ich denke, es bringt hier mehr Spionen zu machen. Ja. Hier bringt es am meisten. So, machen wir ein Brothel. Ich weiß nicht, ein Brothel ist einfach ein niedriges Brothel. Irgendwie so. Und hier eben. Ja, haben wir einmal. Können wir mehr nehmen. Was ist der Unterschied zwischen der Miliz und der. Das ist eigentlich gar nichts, also dass die mehr Erfahrung haben. Und wenige Kosten. Dann kommen wir noch einen großen. Oder? Ja. So, wir müssen unbedingt die Rebellen da niederschlagen. Ja? Befehle, so, Kaiser. Haben wir jetzt noch der Diplomat haben wir noch nicht gemacht. Ein Befehl, mein Kaiser. Doch, denn der ist schon in dieser Runde. Jetzt müssen wir noch kurz schauen. Für das Reich! Für das, mein Kaiser? Ja? Ja, Bologna wird wahrscheinlich schon angegriffen bald mal. Wen soll ich zerschmettern, Kaiser? Wenn es der erste Krieg gibt. Mein Kaiser? Ihr wünscht? Ich bin ja. Diener Gottes. Du bist in einer Stadt, ja. Seid gegrüßt. Ich bin Diener Gottes. Ja, du musst da bleiben, der Spion. Schaut mal kurz. Okay, die sehen cool aus. Also, Cap. Ja, Cap Kaiser. An. Ich bin unterwegs. Hier? Okay. Ich muss mich hier ausruhen. Waldbewohner. Waldbewohner sind ein raues Völkchen, ja, das stimmt. Aus den Wäldern Nordosteuropas. Diese abgehärteten Männer sind ein schweres Leben in der Natur gewohnt. Okay, hinter den Wäldern planen. Also die werden keine Probleme haben. Ja! Ja, Kaiser! Ziehen in die Schlacht. Ja, ja. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. So, für und, das Reich. Für das mehr. Reich. Mein Kaiser, eure Befehle? Ja, Kaiser. Mein Kaiser. Kommen jetzt alle noch mein mal. Seid ich bin Diener Gott. Ja, Kaiser. Ja. Kaufmann, du bist ja? Da. Seid gegrüßt, Kaiser. Bist nicht am Ort. Du gehst ja hier hoch. Kaiser. Wo war das Gold? Da. Kein Problem. So. Ja, ich bin unterwegs. Für das Reich. Ja, ich ja, mein muss Kaiser. Hier draufbleiben, damit es weitergeht. Für das Reich. So, Für das Reich. Ja, ich will eure aber Befehle, die Städte. Mein Kaiser? Wir schauen jetzt die Städte einfach so durch. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Sonst eben, wir haben überall
jetzt. Genau, haben wir wirklich in der einen Stadt das einfach vergessen, weil dieser in der Mitte liegt. Um mal etwas zu bauen. Ah, hier ist auch noch nichts. Hm, da haben wir ein paar Sachen vielleicht übersprungen. Also, dass es gebaut wurde und einfach übersprungen oder so. Jetzt nehme ich aber auch eine Holzburg. Ja, hier muss ich mich unbedingt ein bisschen verstärken. So, dann haben wir hier. Alles auf niedrig, ich muss die Städte größer haben. Geld verdienen wir noch genügend. Ist auch niedrig, okay. Die Burgen. Seid ihr das Beste, was ihr zu bieten habt? Ist auch niedrig, okay. Hier wäre gut. Ja, komm, wir müssen Geld verdienen. Also, wir wollen jetzt auch wieder mehr Geld verdienen, wenn wir schon so. Ja, ein toller Herrscher sind und mit niedrigen. So, mal schauen, was jetzt passiert. Da kommt noch ein komischer Kauz. Ist das ein Kaufmann? Nämlich so einen grünen Hut oder so dran. Ist wahrscheinlich von den Dänen. Der spanische König ist tot. Von Castilien und Leon. Mhm. Okay, jetzt ist Zeit fürs Beenden. Jahresfunk Königreich Dänemark. Okay. Kaiser. Gut, hat er uns nicht übernommen. So, dann gehen wir eben hier hoch. Ich habe mich verausgabt, Kaiser. Oh, bist du müde? Finanzen, ja, die Finanzen werden immer schlechter. Da müssen wir jetzt wieder sorgen. Das müssen wir die Städte. Genau, Farmgemeinschaft. Hier wäre eigentlich ein Marktgut. Hier ist ein Kaufmann. Divry. Ja, lassen wir den mal hier. Dann müssen wir nochmals Richtung Attentäter in Frankfurt gehen. Ein Steinmetz oder so. Was ist ein Bake? Also ein Backhaus, okay. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Der Markt hat aber. Nein, hat nicht. Machen wir zuerst mal ein Backhaus, damit wir bessere Bevölkerung haben. Wenn ihr Krieg habt und viele Ausbildete, also. Dann sinkt auch nochmal Ding. Und das hat mich früher manchmal im Medieval gestört, dass man dann einfach keine Bevölkerungswachstum mehr hatte. Plötzlich keine Soldaten mehr. Rekrutieren konnte und das müssen wir verhindern. Ja, eben. Machen wir hier noch nichts, wir müssen Geld sparen. Ah, Hamburg ist Hafen fertig. Jetzt verdient Hamburg mehr. Einnahmen. Vom Handel 2016. Weiß nicht, wie viel es vorher war. Farmen ist natürlich. Also Farmen und Stören sind natürlich am meisten. Okay. Dann machen wir hier. Können wir nochmals einen Hafen machen? Weil Häfen sind natürlich auch ziemlich gut. Jostregister. Ja, Ritter. Die brauchen wir noch nicht. Stelle vielleicht. Panzerritter. Qualität ausgezeichnet. Unterhalt in Burgen. Ah, okay, die haben wirklich freien Unterhalt. Da müssen sie grün. Okay. Also, Musterungshalle. Da haben wir einfach. Bessere. Ja, machen wir mal eine Musterungshalle. So. Also, aber der Hafen. Ja, ist eben von einer Burg und der führt. Mit wem handeln die? Mit London oder so? Oder hier. Nice. Den Engländern. Schrecken wir die Engländer. Wien kaufen wir. Du gehst mal am besten, ja,
sehr schlecht. Die 59. Je nachdem, wie groß die Stadt in der Nähe ist, es mehr geben sie. Und ja, wie edel halt der Rohstoff ist. Ich würde gerne hier irgendwo nach Norden gehen. Ist das Gold? Was kann hier? Ich hab kein Gold. Aha, das ist wahrscheinlich von Mod. Eine falsche Bezeichnung. Also, dann gehst du mal hier hin und findest aber die 7 Gulden da. Ah, Granaten Kreuzfahrt. Ja, die wollen wahrscheinlich dann Sizilien. Kann man Sizilien einnehmen? Wahrscheinlich schon. Ich glaube schon. Sizilien nehmen und dann einfach dort auch Präsenz sein. Ich denke, Kreuzfahrtstaaten greifen sie noch nicht so schnell an. Aber irgendwie, ja, gibt es noch nicht Krieg. Also, ich denke schon, das ist halt einfach darum, dass relativ viele Rebellenstädte in der Nähe sind von den Völkern. Deshalb greifen sie noch nicht an. Die müssen ja auch einen Grund haben. So, genau. Dann geht ihr mal schon hier. Du gehst in die Stadt. Und der Gute. Okay, der König Heinrich. Ah, okay. Der ist schon König. Deshalb nehmen wir den hier. Eure Befehle? Dann soll ich eine zweite Stadt nehmen. Kaiser! Die Panzerritter, die müssen wir nicht drin haben. Kaiser! Oder ja, einfach eine Posten los jetzt. Kaiser! Wir müssen das mit den Dänen jetzt eigentlich Krieg machen. Weil hier ist, glaube ich, keine Stadt. Oder wir greifen hier Stettin an. Stettin ist halt eine Burg. Was ist das für ein Reich hier? Rebellen, ja, dann greifen wir das dort an. Ja? Ja, Kaiser! Irgendwie finden wir schon eine tun, Stadt. Kaiser. Und ja, wie es weitergeht, Kaiser. Seht ihr im nächsten Part. Dankeschön fürs Zusehen und ja, viel Spaß mit anderen Videos und so. Und ja, tschüss!